Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Part bei Familie Thompson. Ja, wir haben mitten am Tag, es ist kurz vor acht, ich glaube viertel vor acht haben wir. Und die Emmy holt jetzt mal gerade ihre Plasmafrüchte. Ich hoffe, dass der Baum nicht viel abbekommen hat, denn in der letzten Folge ist leider unser Garten kaputt gegangen. Der hat jetzt dasselbe Problem wie bei Familie Winter. Es ist alles ja, mit Fliegen voll. Es ist überall Unkraut. Was? Los geht's. Gut, wir fangen jetzt an mit dem Schulausflug, den ich da geplant habe. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, wie das klappt. Und ich werde dem Shane und der Emmy auftragen, wobei der Emmy eher nicht, weil die ja wegen der Sonne noch nicht ganz resistent ist, dem Shane auftragen, dass er dem Butler hilft beim Garten. Denn das ist ja die Haupteinnahmequelle, wie bei Familie Winter, für unsere Familie. Und ja, wow, es regnet. Wie schön. Ich zieh dich mal um. Reisen wir mit dir irgendwo hin, dann machen wir mit der April einfach einen schönen Tag. Wie gesagt, ich schmeiß meine Ideen immer über den Haufen. Wo können wir denn hingehen? Wollen wir in den Blumenladen von mir gehen? April, komm, wir gucken mal. Sollen wir jemanden mitnehmen? Deinen Eltern verstehst du dich nicht gut? Lad mal die Mia ein, komm. Das ist eine deiner besten Freundinnen. Und du kennst die schon so lange. Du kannst mal gucken, ob sie mit möchte. Dann geht ihr ein bisschen in den Blumenladen, ein bisschen shoppen. Und ja. Wie gesagt, wir machen das mit dem Ausflug dann an einem anderen Part. Da werde ich dann einen Feiertag erstellen, wo wir dann einfach so hinreisen. Und hier ist es ja auch am Regnen. Meine Güte. Kommt mal hier zusammen rein. Dann müsst ihr nicht im Regen stehen. Ja, das ist mein Blumenladen. Gibt auch natürlich Toiletten für unsere Sims. Da sind die ganzen Blumen weg. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Naja, nicht schlimm. Ist halt leider so. Was haben wir denn hier rumfliegen? Katzengras, Blumen, Gemüse, Früchte. Was machst du jetzt, April? Schau mal, möchtest du was kaufen? Wieso kann ich hier nichts kaufen? Was ist das denn für ein Mist? Wieso funktioniert das nicht? Dass das jetzt leider nicht so gut wieder geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe, ist ja wieder typisch. Dann mach du mal dein Argument. Vielleicht kommt auch heute das Baby. Dann wird es eine Babyfolge. Kann natürlich auch sein. Sie hat des Öfteren mal Rückenschmerzen. Die Mia ist da am Quatschen. Wieso kann ich denn jetzt hier überhaupt nichts kaufen? Ich hatte das aber eigentlich als Ding gemacht. Als Handel. Das ist aber jetzt blöd. Dann mach du mal da dein Stechpalm-Ding. Ja, ja. Fitnessstudio besuchen. Gesundheit. Was willst du? Am Strand nach Müll suchen. Okay. Wenn du das hast, wenn nicht, gehen wir mit der Mia bis ins Fitnessstudio. Schneid dir den Finger nicht ab, bitte. Danke. Das ist nämlich gefährlich, wenn du da rumhampelst. Ja, es riecht gut, gell? Gesundheit. Gesundheit, Süße. Gesundheit. Aber es macht ihr Spaß, habe ich den Eindruck, oder? Es macht Spaß. So wie sie da rumhampelt und sich die Fingerbeine abschneidet, macht's ihr Spaß. Oder, April? Ja, die April hat natürlich mitbekommen, dass ihre Tochter gestern mit der Phönix aus war, dass die geredet haben. Die Emmy kam jetzt noch nicht auf ihre Mutter zu. Aber die April hat da natürlich so ein kleines Gespür für und hofft natürlich sehr, dass die beiden sich ausgesprochen haben. Emmy hatte ja auch ihr schon erzählt, dass sie weiß, dass jetzt der Phönix ihren Bruder der Mann ist, der sie verwandelt hat. Und April hat gesagt, okay, gut, das ist doch schon mal gut. Du hast jetzt zumindest einen Namen, schneidet Finger nicht ab, dass du halt schon mal
Namen hast zu dem Gesicht? Heißt, wenn dein Vater was machen könnte, also beziehungsweise dein Stiefvater was machen könnte auf der Arbeit, hätte er zumindest schon mal einen Namen, eine Anschrift in dem Sinne. Und das ist natürlich um einiges dann leichter, jemanden. Ah, wir haben bald Hochzeitstag. Wer ist denn der glückliche Gewinner? Victoria Station. Oh wow, April, das sieht voll cool aus, was du da gezaubert hast. Können wir das jetzt mitnehmen? Fügen wir mal eine Vase hinzu. Eine pinke, eine Partikel, eine schwarze Vase. Ich glaube, schwarz passt besser, oder? Pack mal da eine Vase hin auf. Wow, April. Kannst du das auf Plopsi anbieten? Ja, und jetzt darfst du auf Toilette. Und danach gucken wir mal, dass wir ins Fitnessstudio kommen. Und ich glaube, die Mia geht jetzt gerade einfach nach Hause. Oder auch nicht. Oder Mia, wo gehst du hin? Mia. Bisher hat sie das Ding noch auf dem Kopf. Ich würde sagen, danach reisen wir und gehen einfach ein bisschen ins Fitnessstudio. Auch wenn heute der Tag wieder voll. Aber ich liebe so Folgen, wirklich. Ich liebe so Folgen. Alles anders als so, wie man es gerne hätte, läuft es wie immer. So, wollen wir in das Fitnessstudio gehen? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, das war ein schönes Fitnessstudio. Dann geht er einfach ein bisschen schwimmen. Und dann erzählt sie halt der Mia so ein bisschen um Mia. Wie klappt es so bei dir? Du bist ja auch nochmal Mama geworden. Und sie sagt so, bei mir ist es bald soweit. Ich habe schon so. Das Gefühl, dass meine Fruchtblase bald platzt und der Shane und ich freuen uns noch so sehr über dieses letzte Baby. Das wird dann auch das letzte Baby sein, sagt die April dann so lachend. Und Mia sagt dann so, sie freut sich so sehr für die beiden. Du kannst mal dann auch in den Pool springen. Und ja, die beiden machen sich jetzt einfach einen ganz gemütlichen Mädelstag. Ja, stimmt. Dann sagt Mia so, oh cool, April, du bist ja eine Meerjungfrau. Wusste ich gar nicht. Na klar, wusste ich. Quatsch, Quatsch. Die Mia weiß, dass die April eine Meerjungfrau ist. Kannst du eigentlich mit als Meerjungfrau da runterspringen? Oder verwandelst du dich dann, nachdem du da reingesprungen bist? Aufkommen, zeig das mal mit deinem Babybauch. Bitte, ich würde es gerne mal sehen. Aber tu dir bitte nicht weh, gell? Bitte keinen Blödsinn machen, Madame. Wie cool. Nein, jetzt macht sie die Drehung. Na komm, dann quatsch du mal mit deiner besten Freundin. Können wir wieder Autsch sprechen. Kannst mal eine tiefgründige Unterhaltung mit ihr führen. Setzt euch jetzt an den Badrand, hier an den Poolrand. Und mir sagt also, sie freut sich sehr für April, dass sie nochmal Mama wird. Und sie sagt auch so, das ist so, ich respektiere dich so, dass du das so gut hinbekommst mit dem Haus und mit den ganzen Tieren. Ihr habt so eine große Familie. Und die Elbe sagt dann so, du Mia, ich habe jetzt sogar eine Kuh zu Hause. Ich habe eine Kuh. Und die Mia sagt dann so, das ist ja voll cool, dass du eine Kuh jetzt hast. Ja, aber irgendwie möchte das Ganze nicht so, wie ich es möchte. Okay, schau mal, kannst du dir hier ein Brunch holen. Mach mal Rührei mit Speck für dich. Und ja. Nee, wir machen das mit diesem Ausflug über den normalen Ferientag und gucken einfach mal und machen dann mit den Kids. Also wir müssen ein paar Freunde einladen für die beiden und so eine Gruppe öffnen mit den Freunden, dass sie dann halt nicht alleine auch noch in der Schule sind. Und ich denke, das wird voll cool. Bei Familie Winter fand ich, es war super cool. Es war ein voller Erfolg. Es hat voll Spaß gemacht. Hi, Eileen. Auch mit Babybauch. Ihr seid alle schwanger, ey. Es gibt's ja nicht. Und ja, oh, die Karte sieht aber schick aus. Und was ist Menü des Tages, April? Kannst du mir das übersetzen? Ich kann es leider nicht identifizieren. Ja, vor allem bin ich sehr gespannt, ob die April einen Jungen bekommt, ein Mädchen bekommt. Bitte ohne Alkohol, gell? Ich kenne dich. Du machst da gern mal ein Schlückchen Alkohol in alle deine Speisen rein. Oder was auch immer das ist, was du da reinkippst. Und denkst, ich merk's nicht. Aber das Rührei mit Speck sollte eigentlich ohne Alkohol gut funktionieren. Manche Leute lieben Kunst, aber alle lieben einen bekannten Künstler. Die ganze Stadt spricht vor dir, beginnt zu malen. Danke, Vanni, für das Jobangebot, aber das brauchen wir in dem Sinne nicht. Aber vielen, vielen Dank.
Ja, ich weiß. Du hast deine letzte Behandlung auch. Und ja, ich bin wirklich gespannt, wann sie das Baby bekommt. Sie ist jetzt schon, ich glaube, die zweite oder dritte Folge im dritten Trimester. Aber sie hat auch des Öfteren mal hier Rücken. Willst du das nicht essen? Schau mal, ein bisschen rumknabbern geht doch immer. Was machst du denn jetzt? Mit irgendwelchen Leute quasseln. Hallo Mia. Willst du dich zu uns an den Tisch setzen? Jetzt hänge ich in der Theke fest. Oh mein Gott. Sag Apple, voll gesund. Gut fürs Baby. Ei und ein bisschen Speck. Oh, jetzt hätte ich auch so Lust auf Rührei. Sehr lecker. Dann kannst du mit der Mia gleich im Anschluss nochmal ein bisschen quatschen. Bitten, Baby zu fühlen. Können wir mal gucken. Und das ist, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie wir angefangen haben, wie die April als Teenie war und da dann ihre kleine Hütte hat, die sie von dem Mann von ihrem durch den Tausch des Schmucks bekommen hat. Das war echt voll süß. Also wirklich, es war so. Dann kam irgendwann die Emmy auf die Welt. Da kann ich mich noch genau dran erinnern, diese in die Wehen gefallen auf der Brücke in Sulani. Und ist dann nach Hause und irgendwann, ich glaube, samstags oder sonntags morgens kam die Emmy dann auf die Welt. Kann ich mich noch genau erinnern. Es war ein absolutes Chaos mit den Kokosnüssen, die endlich zu kriegen. Dann sind wir aufs Romantikfestival, dann ist mir eine Folge flöten gegangen. Und heißt, wir mussten dann nochmal hin, auch wenn ich die Pflanzen hatte. Aber es hat sich super entwickelt. Ich bin so stolz und kann es immer noch nicht glauben, dass wir schon in der vierten Staffel sind. Wir haben eine riesige Familie, der meiste Teil sind Hunde und Katzen. Aber wir kriegen jetzt noch mal ein Sim-Kind dazu. Ich bin sehr gespannt, ob sie ein Kind kriegt, zwei Kinder, ob es ein Junge wird, ob es ein Mädchen. Es bleibt spannend, ne, April? Und ich glaube, sie genießt den Tag mit der Mia, mit ihrer Freundin sehr gerade. Einfach mal von zu Hause raus. Was machst du denn jetzt? Hä? Shane ist bei der Arbeit. Sehr gut, die Kids sind da. Hallo! Du bist doch dem Flex genau, den ich umgestylt habe. Ja, die Mädels waren schwimmen, gell? Ja. Ach, sagt die Mia jetzt Tschüss? Okay. Mia geht jetzt nach Hause gleich. Ach, April. Dann machen wir uns jetzt langsam auf dem Heimweg. Und gucken dann mal, was unser Garten macht. Und ja, und gucken dann einfach mal, wie wir den Rest des Tages verbringen. Ich denke, das wird dann aber wieder in der nächsten Folge, weil ich finde, aktuell ist es einfach angenehmer, den Tag in zwei Folgen zu parken. Die Kids sind auf jeden Fall zu Hause und haben bald ihren Kurs. Und ja, der Shane ist noch arbeiten. Die Emmy müsste zu Hause sein. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal nach Hause. Wir gucken mal, ob die April was im Garten machen kann. Und ich bin einfach so gespannt, wann diese super süße, hochschwangere April ihr Baby bekommt. Aprils Behandlung war erfolgreich. Sehr schön. Ich ziehe dich mal kurz hoch, dass du jetzt den Garten mal machen kannst. April, du musst jetzt nicht mehr auf Toilette. Von Harninfektion geheilt. Sehr schön. Gartenfliegen. So, Emmy, du malst jetzt was. Das finde ich schon mal sehr schön, wenn du jetzt was malen gehst. Wo gehst du denn was malen? Sie hat ja immer noch hier ihr Story of My Life Buch in ihrem Inventar. Ich bin am Überlegen, ob wir das vielleicht an einen Verlag oder selbst veröffentlichen sollen. Auf jeden Fall ist sie jetzt hier ein bisschen am Malen. Und ich hoffe, sie. Einmal zurück, bitte. Sie beendet das auch, weil das ist auch so ein Thema bei meinen Sims. Sie fangen immer schön an zu malen, machen es aber nicht fertig. Ja, und dann könntest du eigentlich mal wegen deinem Liebesratgeber-Blog mal ein bisschen agieren, oder? Und dann macht sie mal ein bisschen was zur Recherche zum Backen. Sehr gut, dass du von dir aus dran denkst, was zu trinken. Finde ich super gut, meine Süße. Es ist nämlich wichtig, dass du trinkst. Aber du sollst bitte auch fertig malen. Klappt, Süße? Okay, ich guck mal kurz nach deiner Mami, wie sie so vorankommt.
Wo ist denn der Butler? Ah, der wird jetzt wahrscheinlich nicht helfen, weil sie dann zu ihm gehen muss. Gut, April, du guckst, wie weit du kommst mit den Pflanzen. Und jetzt müssen wir halt Stück für Stück was machen. Und du könntest dann auch den Rest auch noch verkaufen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich den Garten auch wegmachen soll oder ob ich ihn lassen soll. Und ja, wir haben halt dann immer Fliegen und total viel Unkraut. Ich weiß es halt nicht, weil wenn sie das jetzt bald beheben, das Problem mit den Gärten, dann hoffe ich natürlich, dass unser Garten wieder wird. Dass sie dann halt ja ganz normal wieder ab. Aussehen die Pflanzen. Nicht wie jetzt aktuell, weil einfach Familie Thompson so viele Pflanzen hat. Und was sagen deine Leser zu deinen letzten Posts? Und kannst du ihnen helfen? Schaut gut aus, oder Süße? Denkst du an diese komischen Hundeteile da? Ja. Du hast wirklich einen sehr schönen Ausblick, meine Süße, muss man so sagen. Sehr schön. Auch hier deine Ecke hier oben, wenn du dann irgendwann mal einen Partner hast oder auf Dates gehst. Hier haben wir einen Whirlpool auch noch. Den haben wir auch noch nie benutzt. Doch, doch, doch. Shane und Dings waren hier schon drin, soweit ich weiß. Genau. Dann recherchier du mal da ein bisschen und ich bin am Überlegen, ob wir wirklich das Buch an einen Verlag geben. Moment, wir gucken mal. Ob sie nur selbst veröffentlichen kann oder ob sie es auch an einen Verlag, verkaufen. Sie kann es sogar an einen Verlag geben. Dann machen wir das. Die Emmy hat sich jetzt den Mut zusammengefasst. Die Mutter und der Vater haben nochmal drüber gelesen. Und sie hat sich dazu jetzt entschieden, das Buch zu veröffentlichen. Wir machen das jetzt noch schnell hier in der Folge. Und ich bin sehr gespannt, wie das ankommt, das Buch. Ob sie vielleicht echt da auch irgendwie vielleicht eine Auszeichnung gewinnt, weil das war ein Bestseller, glaube ich. Genau, Bestseller, genau. Und ja, sie nimmt jetzt ihr halt ihren ganzen Mut zusammen, sagt, okay, gut. Sie hat das Buch ja nicht umsonst geschrieben, sondern das ist auch für andere in dem Sinne. Und sie möchte das neueste Buch von Imogen Hope ist für einen Preis nominiert. Verfolge am Sonntag. Moment, ich muss mir das notieren. Sims Sonntag um 19 Uhr. Die nächste Preisverleihung, um herauszufinden, ob Emerian Hope gewonnen hat. Oh mein Gott, Emmy, das muss ich mir unbedingt notieren. Kann man das auch in den Kalender machen? Schade, dass man da auch nicht so eine Notiz irgendwie machen kann. Okay, auf jeden Fall hat sie es jetzt rausgegeben. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, ob da was, ja, Positives bei rumkommt. Du könntest gerade mal eine Plasmafrucht essen, damit dein Durst ein bisschen gestillt wird. Buff, ab in die Frucht. Gut. Schmeckt das? Und dann kannst du noch bitte eine essen, dass du voll bist. Buff. Wie sieht das da immer reinhaut? So cool. Oh, unser Gärtner hilft jetzt der April. Okay, sehr cool. Ja gut, da der Tag jetzt doch schon so weit vorangeschritten ist. Unser Shane ist total kokett. Wir haben morgen unseren Hochzeitstag in der nächsten Folge. Ich werde den Tag dann auch so für mich einfach ganz in Ruhe zu Ende spielen und wir werden dann auf jeden Fall in der nächsten Folge den Hochzeitstag von April und Shane feiern. Ich bin ja absolut gespannt, ob das Baby vielleicht am Hochzeitstag der beiden geboren wird oder ob es sich wirklich noch ein bisschen Zeit lässt, weil es sich denkt, oh, so gemütlich bei Mama. Wir bleiben da noch ein bisschen. Auf jeden Fall haben wir heute einen sehr ruhigen, entspannten Tag gemacht. Muss halt auch mal sein, auch wenn ich eigentlich ein bisschen was anderes geplant habe. Ich werde den Kids jetzt einen Tag hier in der Woche reinmachen, wo wir dann passiv, aktiv zur Schule gehen. Ich muss mal gucken, welche. Die haben jetzt noch Montag bis Freitag komplett alles frei. Vielleicht Dienstag oder Mittwoch. Ich werde eine Schule platzieren, wo wir dann einfach mit ein paar Freunden zusammen einfach hingehen. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, ob die Emmy ja mit ihrem Buch vielleicht einen Preis gewinnt, ob sie dadurch wirklich einigen noch helfen kann. Sie wollte,
einfach sich das alles los von der Le Seele schreiben und hofft natürlich damit auch, dass vielleicht ein paar Leserbriefe kommen, zu sagen, hey, du, mir ist dasselbe passiert. Ich bin verwandelt worden, ohne dass ich da was wollte. Und ja, ich bin sehr gespannt, auch wenn der Cray dann irgendwann, wenn sie da zu bereit ist, wie sie gerade guckt, okay, gut, ich mache jetzt noch eins, du darfst jetzt mal endlich wieder deine dunkle Gestalt verstecken. Du musst nicht mit deinen in deiner anderen Form hier rumwackeln, meine Süße. Du bist jetzt nicht mehr so sauer, du hast jetzt einiges gesprochen, hast einiges klären können. Und ja, sie ist zwar immer noch total enttäuscht und traurig und sauer darüber, dass der Cray ihr das alles angetan hat, aber sie hat das jetzt so akzeptiert, sie kann es eh nicht ändern. Es ist jetzt einfach so, sie versucht jetzt ihr Leben als Vampir auf die Reihe zu bekommen und bisher, finde ich, hat sie das wirklich super gut gemacht. Ich bin absolut stolz, wie sie das halt macht und ja, alles, was so passiert ist. Sie hat jetzt mit Phoenix wieder geredet, die beiden sind jetzt wieder auf dem besten Freundesschiene da. Und ja, wir werden natürlich mit dem Cray reden, das habe ich ja letzte Folge auch schon erzählt und werden uns einfach mal überraschen lassen, was ihn dazu getrieben hat, die Emmy zu verwandeln, was seine Gründe sind, was da für eine Story dahinter steckt. Ich bin sehr gespannt, wie du darauf reagierst und ja, würde sagen, für diese Folge war es das. Wir gehen nächste Folge in den Hochzeitstag und vielleicht haben wir ja Glück und die April bekommt das Baby. Das wäre so, so schön, am Hochzeitstag das Kind auf die, also, dass das Kind auf die Welt kommt. Das fände ich so cool. Aber gut, wir lassen uns einfach überraschen. Und dann würde ich dir sagen, hab noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest und wir sehen uns. Tschüss.